Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste für Folge 6 von Bioshock 2 Dreamastered Version. Ja, wir sind hier im Amusement Park. Ich merke gerade, dass mir da hinten ein bisschen Glühbirnen ausfällt. Aber ja, im Amusement Park vom Andrew Ryan. Und wenn man da drüber reingumpelt, geht sich voll ab. Schön, ab und zu treffe ich. Ich glaube, ein Headshot ist gerade sofort Rodas. Schauen wir mal, wo die nächste dort durch. Okay, wie sieht es da aus? Zugangstreppen öffnen. Okay, ist das gut, dass wir da reingehen? Da kommen wir wieder zurück. Okay, dann lassen wir die davon. Lassen wir die noch schnell ein bisschen mit sich selber kehren. Während wir da. This way. Das ist nicht dein Kind, du. Kommt der einfach vom Wasser raus? Ist der wahnsinnig? Kann ich mich da noch nicht so verschrecken? Wrong way. Ja. Die Seite geht. Where is then the wrong way? Ja, nichts Besonderes, aber keinen Krüppel. Einen Rotschopf kann man färben, einen Fetten auf Diät setzen, aber ich hab mir deine Zahlen ausgedacht, du Scheißmaschine! Gehackte Geschütze, ja, das müsste eigentlich nicht immer kommen. Wir müssen es ja dann irgendwann. So, sehr schön gemacht. Danke, Gerät. Sei fast am liebsten, wenn ich nichts mache. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Okay, da kann sie wohl wieder Adam sammeln. Weshalb wir ist da eine Stellung begann und ein paar Fallen aufstellen. Moment, die Drohne ist vernichtet, so. Dann werden sie wahrscheinlich auch noch von da kommen. Und jetzt sind wir sicher auch noch von da hinten. So, dann gehen wir auf an die Personen und sagen dann da Angebetete, kleine Angebetete. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Der Sound ist einfach Hammer, ne? Muss mich gerade schnell konzentrieren. Wie sieht's aus? Bist du ready? Du bist es! Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Yes! Okay, alter Junge. Wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern.
Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die Sie so gern haben. Bring sie da runter. Ja, das machen wir nachher natürlich gerade. Also das Adam gewinnen wird immer zu einer rechten Herausforderung. Ja? Das nicht ganz so simpel. Die strömen da immer rein wie Makrelen. Hätte ich einen anzünden, das wäre geil gewesen. So, jetzt kaufe ich mir aber zuerst wieder so Anti-Manökel-Muni. Das ist glaube ich noch... Kommt hier noch echt gut. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist aber insofern nicht wieder tragisch. Wie gesetzt ein Moment. Da habe ich gerade Anti-Personen drauf. Das ist gut. Nieten. Schwere Falle da. Da sieht es eigentlich noch gut aus. Irgendwie im Nahkampf nicht so mega gerne. So, also das heisst, wir können jetzt die Little Sister sozusagen abgeben. Ich kann schwören, sie kommen dort noch von hinten führen. Oh, ab in die Haie. Dass jemand verschaffen ist in dir. Und wenn ich sage, ich würde alles. So. We will be reborn. Ah, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das stimmt. Das wirklich wert. Wo geht's da her? Es hat so viel Weg. Irgendwo schlicht da wieder ein, schauen an. Rapture ist ein Paradies des Egos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor... Es ist an uns, das zu beantworten. Seht ihr? Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Psst. Hoppala, Entschuldigung. Da können wir nicht hin. Da. Ja. An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee. Und er hebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Ja. Ich sollte nicht Nieten für so etwas ausgeben. So. Ja. Er hat eine interessante Idee gehabt, nicht wahr, aber... Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Das würde die Welt der Weg einschränken. Sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Ach, Mr. Ryan. Es muss geopfert werden. Für uns alle. Haha, er flieht vor dem Licht. Und sieben Hörner. Uiuiuiui, hey, willst du mich nicht so verschrecken da? So. Die Schüsse treffen echt noch relativ gut, he? Mhm. Wo bist denn du? Bereu doch du! So. So.
Da ist nichts. Da haben wir ein paar Fangnähte. Wir hacken jetzt halt gleich immer alles ein bisschen. Weil da kommen so Sachen raus, die wir noch gut brauchen können. Und auch da. Machen wir schnell den Hack, weil dann können wir das nehmen, das mitnehmen. Bald ist Schlafenszeit. Schwere Miete und Personen. Normal haben wir auch noch relativ viel Hackpfeil. Hackpfeil. Wir haben auch noch relativ viel. Von dem her sind wir im Moment gut ausgerüstet, sodass wir nicht noch. Es ist der Weg für die Post, man kommt eben schon recht viel Zeug. Hackpfeil. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Und Ideen sind hier unantastbar. Mhm, ich hab gesehen, wie gut das da rausgekommen ist. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Ich weiß schon, was, was das rausläuft. Und zwar werden wir wieder können entweder die Little Sister abgeben, also eine Art ihren Weg zurückschicken, also ihre seine Art wirklich befreien. Oder wir können ihr sämtliches Erdem entziehen und durch das ist sie dann mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Hinne. Glaube ich. Und euch ist ja auch schon klar, was der gutmütige Rainy wieder machen wird, oder? Safe! Ist schon komisch, dass die Hilfe-Ding immer kommt. Wenn schwer in ihr Thema 12-12. Okay, 12-12. Ich meine, wir können ja nicht. Wir könnten auch mal absichtlich so voll der Böse sein, aber irgendwie. Ich glaube, das kann ich gar nicht. Ich bin etwas lieb für das. Natürlich werden wir alle Little Sisters. Denke ich. Ah, es ist so mühsam da unten. Mist! Habe ich verdrückt. Brauchen wir nicht, 50 Kugeln auch. Einspritzen. Und da posten wir noch eine. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade etwa 3 über. Vita Chamber. Sehr gut. Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam Maximum, dass du für Plasmide ausgeben kannst, doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Ja, ein kleiner Grund, warum wir alle werden retten, auch noch, ist, dass wenigstens einer da in Rapture noch ein bisschen normal ist. Mach's gut, kleines Mädchen. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und splice dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Ja, wir haben eben einfach schon ein großes Herz. Nicht wahr? Wenn wir so nett sind. Ich sitze hier auf der Rüstung. Komm wieder!
Das ist immer noch zu Hause. So. So. Sind das schon alle gewesen? Das ist doch sicher noch irgendwo einer. Ich habe alle verwünscht. Bauern, den Bauern brauchen wir wirklich fast nie irgendwie. Da bin ich, wie ich gemerkt habe, nicht so Fan. So. Schnell Uhrenkratzer. Danke. Wir haben da gerade nicht mehr so viel Miete. Wir nehmen mal wieder. Hier. Antipersonen-Ammo. Der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Liebe der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Das Dumme ist, so wie ich rede, hat man das Gefühl, so alles in einer Gemeinschaft ist irgendwie schlecht. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen vor. Da hat er noch ein paar völlige Hände gehabt. So ein bisschen vor, wie an so einem Stammtisch, der mit einem absolut sehr knappen Horizont über so Sachen diskutiert. Schnell los. Als ich das letzte Mal nachgezählt habe, waren es 2 Wochen. 2 Wochen sitzen wir jetzt in diesem verdammten Park hier in der Falle. Viertel hat sich von uns abgesetzt. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Die Kinder brauchen all unsere Vorräte. Sie haben sie nötiger als ich. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich werde immer schwächer. Die Kinder haben meinen Zustand natürlich bemerkt. Sie hören nicht mehr auf mich. Was passiert, wenn ich sterbe? Dann sind sie ganz allein. Tschüssi! Ja, mit dem sehr beschränkten Horizont, weil die ganzen Vorteile eigentlich von einer Gemeinschaft und der Regulierung und all das Zeug wird einfach völlig ausblendet. Ich bin viel zu fest davon überzeugt, dass wir lieber zu Regulierungen und so leben, wie wir es haben, anstatt in so einem Rapture, wie er es jetzt hier hat. Rapture. Rapture. Irgendwann hat man noch Auto-Hacks können. Willkommen im Zirkus der Willkommen im Zirkus der Werte. Da sind wir überall fast vorne. Nein, komm uns bitte. Und dann haben wir noch das Waffen-Upgrade. So. Reduktion MG. Erhöhter MG-Schaden. Ein versteckter Lauf ermöglicht höheren Mündungsdruck und erhöhten Schaden. Ladestreifengröße für Nietenpistole. Höher Bruderschaden. Du musst beide niedrigen Upgrades besitzen, um dieses freizuschalten. Ein extrem dichtes Stromfeld verhindert, dass Geschosse beim ersten Aufprall zerbrechen, sodass sie zu Querschlägern werden. Machen wir. Erhöhter MG-Schaden. Yeah. Vor allem bei der Antipersonen könnte das noch ziemlich geil werden. Damn, damn, damn. Das ist doch hier rumgefusen gewesen, oder? Was hast du da gemacht, Kollege? Riss dich zusammen. Safe hacken. Hi. Irgendwas, was ein Abschalti. Okay, man merkt uns, dass ein Safe hacken und mich scheiterlich auf Safe machen. Huh!
Ja, das ist gerade schnell nicht so geil gewesen. Bin auch noch gerade ein bisschen leicht verschrocken. Aber hey! Für das haben wir jetzt hier zwei so Manöckel-Dinger. Das ist doch auch nicht schlecht. Fast alle Antipersonen-Dinger auf die geschossen. Schaffen wir es echt jetzt? So, viel besser. Falle-Dinger im Nano, geil. Autopfeile hacken sofort jede Maschine aus der Entfernung. Was? Was ist das jetzt gewesen? Kann man das nochmal irgendwo lesen? Hackpfeil? Ah, oh, Auto-Hackpfeil. Ah, oh, das kann ich noch sagen. So etwas haben wir nämlich noch gehabt. Miete. So, Antipersonen. Ich denke, mit der gehen wir weiter. Jetzt haben wir kein Little Sister mehr. Das heisst, er bringt uns jetzt nicht viel. Hei, hei, hei. Ihr zwei regelt das, oder? Ich verschrecke jetzt mal, wenn es ein neues Plasmid hier jass. Oh, oh, oh. Wieso dass das immer kommt, die Mitteilung, was das auslöst? Das ist irgendwie seltsam, nicht? Ich meine, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechnen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, die Oberfläche, muss ich sagen. Ich nehme mal ein die Standardkugel hier. Weil die Antipersonen kann ich dann noch aufbauen. Da. Wenn ein Letzte muss gerade hinholen. Adam zuge. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Aha. Die fliegen ineinander, die machen noch gegenseitig kaputt. Jo, das wär's also gewesen. Folge 6 von Bioshock 2 Remastered Version. Cool, sind ihr dabei gewesen bei dieser Folge. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wäre aber schön, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.